fate has been born. Must destroy her. Hunt her down and kill her. I will protect the child. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Wimmelbild-Projekt von Big Fish und Elephant Games. Wild Loss of Fate ist ein Dreiteiler, den ich sag gleich mal vorneweg. Herzlichen Dank an Suki, weil ihr gehören die Spiele, dank ihr habe ich sie ausprobieren dürfen und ja, auf ihr Bitten hin habe ich jetzt dieses Projekt gestartet. So, die wilde Jagd ist der erste Teil. Ich mache das absolut blind. Sie hat mir zwar von der Story so grob ein paar Einzelheiten erzählt, also ein paar Details erzählt, jetzt keine Einzelheiten direkt. Und ich bin mordsneugierig auf dieses Spiel. Ich habe das Profil ja schon angelegt. Ich finde das schon mal geil. Sorry. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Okay, ja, also ich will kurz in die Option reinsehen. Ja, also ich würde sagen, von der Lautstärke ist alles optimal. Achso, Helligkeit, nein, das wollen wir so lassen, wie es ist. Okay, dann gehen wir mal ins Spiel. Ich würde auf normal spielen. Es gibt keinen Hinweisfunkeln. Dieses Funkeln möchte ich nämlich auslassen, weil mir ist aufgefallen, dass es besser ankommt, wenn das nicht die Bilder, also diese Grafiken zerstört, wenn da diese Hinweise funkeln. Deswegen, ich bin froh, dass das aus ist. Und los geht's! Ich bin so neugierig darauf. Detective! The city of Oswell is desperate for your help. Our town has been overrun by strange and terrible ghosts. They've ransacked nearly every building in search of young girls. We are in terrible danger, Detective. Please, come quickly. If we have any hope of rescue, it's in your hands. Ach, ein Zeppelin. Dies ist also Oswald. Vielleicht weiß das Mädchen etwas über die Geister, die diesen Ort heimsuchen. Und damit noch einmal ein herzliches Willkommen. Ja, also wir sind jetzt hier angelangt in dem Spiel. Die Grafiken sind jetzt schon hinreißend. Die Bilder sind jetzt schon unglaublich toll. Ich muss mich kurz umsetzen. So, ich möchte auch diesmal, dass das Inventar nach unten geht. Einfach damit wir ein bisschen mehr vom Spiel haben. Und ja, gucken wir mal, was das Mädchen uns sagt. Detective, you're just in time. Our city is up in arms. Ghosts are terrorizing people. They're attacking families in search of young girls. So, und hier sieht man meiner Meinung nach eine richtig gute Verbindung, weil diese Figuren sehen in meinen Augen so ein bisschen Crime Tales, Dark Parables oder halt besonders Mystery Trackers. Also ich vermute mal, es sind wirklich die gleichen Macher dann wirklich in der Richtung. Weil Big Fish, Elephant Games haben ja nun mehrere Entwickler für Spiele, deswegen ich vermute mal, es geht hier aufs Gleiche hin. Luckily, I was gone by the time the ghost started attacking. But my mother and sister are still there. Our house is being guarded by a ghost dragon. You've got to help them. Ein Geisterdrache, hübsch. So. Die Mutter und Schwester des Mädchens werden in der Stadt von einem Geisterdrachen gefangen gehalten. Den da. Ich muss ihnen helfen. Ein Geisterdrache? Was geht in dieser Stadt vor sich? Jetzt. Der Geist will nicht mit mir reden. Ich lasse ihn erst einmal in Ruhe. Entschuldigung, ich finde den einfach cool. Alleine, weil er hier so rumschwiebst, finde ich den echt schick. No. Was hält die Krähe im Schnabel? Ich muss sie dazu bringen, es fallen zu lassen.
Auch die Musik ist wieder wunderschön. Oswald, ich weiß nicht, was mich hier erwartet, aber meine Untersuchung hat mich hierher geführt. So, was haben wir hier? Wenn ich diese Fäustlinge nähen kann, ist es so gut wie neu. Ja, statt ihn erstmal mitzunehmen, ne? Ein Püppchen. Der Dolch steckt fest. Wenn ich den Riss erweitere, kann ich ihn herausziehen. Ich muss sagen, beim Anspielen habe ich mich hier drüber voll lustig gemacht, weil guck mal, der steckt da drin. Wenn man den ein bisschen hin und her wackelt, bin mir sicher, dass er nicht zerbricht, sondern das Holz, weil das sieht alt und morsch aus. Aber gut, wir wissen ja Logik bei Wimmelbildspielen. Nicht immer vorhanden. An jenem Tag verfinsterte sich der Himmel über Osweil und die Dunkelheit der Nacht kroch in die Straßen. Dutzende Geister umschwebten die gemütlichen Häuser. Man stellte sich diesen Schrecken vor. Sagt dir halt was dazu? Nö, du liest einfach nur gut. So. So haben wir schon mal das erste gefunden. Eine Garnspule. Ein Apfel. Ein Hammer. Eine Uhr. Ich habe hier ein Fäustling. Also es ist wieder hier ein bisschen leicht gemacht. Wo wird der Stern hingehören? Springteufel. Ah, da. Also es ist wieder minimal, da es der erste Teil ist. Ist es noch, sage ich jetzt mal, leicht, weil die... war hier nicht gerade eine Hand? Verguckt. Da es halt wieder so leicht ist, weil die wieder leicht vorgehoben sind, sagen wir es mal so, was wir brauchen. Aber das ist ja bei Dark Parables auch so gewesen, das wissen wir ja. Und es wurde dann Ventilrad und Lampe. Und es wurde ja dann mit den weiteren Teilen erst schwieriger. Was aber halt auch wirklich schön ist. Oh. Also, manche Geräusche erschrecken noch, weil sie recht laut sind auf den Ohren. Das ist eigentlich eine Puppe, eine von dreien. Haustürschlüssel, Ölkanne. Okay, ich bin noch dabei. Es sind auch keine Sammel-Editionen. Es sind halt wirklich bloß die einfachen Spiele von CD. Und deswegen werden wir hier vermutlich auch nicht sammeln müssen, wie bei den Dark Parables-Teilen mit den verschiedenen Dingern halt, weil wir haben hier keinen Hinweis und nichts. So. Eine Kurbel. Haben wir den rausgenommen und wir brauchen... Dies ist der Brücke-Mechanismus. Ist jedoch eine Reparaturbedarf. Auf jeden Fall brauchen wir Öl und ich würde sagen noch ein Zahnrad. Und jetzt können wir die Brücke benutzen. So, der Marktplatz. Auf! Hui! Das ist das Haus, in dem die Mutter und Schwester des Mädchens gefangen sind. Ich muss den Drachen loswerden, wenn ich sie befreien will. Das ist das. Da ist die Mutter, vermute ich mal. Oder die Schwester? Auf jeden Fall geil gemacht. Guckt euch das an, ey. Schick, schick, schick. Tralala, wir werden die... Entschuldigung. Das könnte die Mutter sein. Die sieht jetzt schon etwas älter aus. Oh. Das ist die Mutter des Mädchens. Die arme Frau, sie ist in ihrem eigenen Haus gefangen. Geister tauchen nicht einfach aus dem Nichts auf. Vielleicht finde ich ja im Archiv einen Hinweis. Hello, my name is Louis. This is embarrassing, but my master dropped me here. The ghost scared him. He's not exactly the bravest person. Ist die süß? Oder er, ist ja Louis. Ist der süß? So I've just been stuck here in this cage. Okay. Soll ich ihn da rausholen? Louis, die Fledermaus möchte, dass ich sie aus dem Käfig befreie. Das werden wir natürlich probieren, aber erstmal müssen wir natürlich den da vertreiben. Merkwürdig, die irre mich doch so selten. Ja, ja. Eimer, eine Münze, wir haben nur eine. Wir hier. Das? Ich war beim Schlachter, als die Tür aufflog und die imposante Figur eines Reiters erschien. Mit donnernder Stimme verlangte er, alle dort lebenden Mädchen zu sehen. Im Stillen hoffte ich, dass meine
Töchter außer Sicht waren. Das Fass ist schon lange leer. Was immer auch darin war, aber den Korken kann ich gebrauchen. Den kriegen wir natürlich nicht einfach so, wie immer. Dem König scheint eine Hochzeit seine Hoheitszeichen zu fehlen. Himmel her. Lesen wird halt wieder schwer. Zerbrochen nutzt sie uns nicht, die Leiter. Okay. Das Feuer versperrt den Weg ins Archiv. Ich muss hineingelangen und mehr Stadt herausfinden. Ein riesiger Geisterdrache muss eine Schwachstelle haben. Ich muss ihn nur finden. Warte mal, wir haben Eimer. Ey, Wasser schöpfen? Nö, keine Chance. Wo haben wir ein Wasser gehabt? Hier, ne? Ja. Also es sind schon ein paar hübsche Animationen dabei. Aber dafür können wir es benutzen. Und bestimmt ist der Eimer weg, genau. Wir könnten den für die andere Seite nie benutzen, ne? Im Archiv müssten viele Informationen über die Stadt zu finden sein. Der Geist will mir also nicht gehorchen? Nun gut, ich kümmere mich später um ihn. Alter, die Geister sind hier wirklich nicht sehr hilfsbereit. Ich sollte diese Regale durchsuchen, aber zuerst muss ich herankommen. Der erste und dritte Band sind vorhanden, aber der zweite fehlt. Okay, wir haben kein Buch. Da liegt noch eine Münze. Da ist ein Lesepult. Ich muss das richtige Buch dafür finden. Ja, haben wir noch nicht? Es ist ungewohnt, wenn das jetzt so mega leise ist. Oh, Bretter. Schön. Wow. Ein Porträt des Königs und seiner Verbündeten. Ich frage mich, was dahinter verbirgt. Cool. Wie kriege ich die ab? Noch gar nicht. Was ist das? Noch eine Münze. Das Kälte-Elixier hat nichts gegen die Geister ausgerichtet. Ich verwendete Augen der Wassereidechse und eine Drachenschuppe. Aber ich brauche immer noch die Träne einer Fledermaus und eine Greifenfeder. Okay. Das Glas ist so gut wie gebrochen. Wie also komme ich daran? Klaviertaste? Schlag das Ding doch mit irgendwas ein! Oh, manchmal sind die Detektive immer so kreativlos. So, da kommen wir ja noch nicht ran. Der ist sehr ungesprächig. Ich breche mir alle Knochen, wenn ich den Sprossen nicht befestige. Hau den da rein. Nägel. Nägel. Könnt mal hier kriegen. Geil. Eine Alraune. Oh. Ich sollte der Alraune das Maul stopfen. Der Schrei einer Alraune ist für kein lebendes Wesen angenehm, aber für Untote ist es sogar tödlich. So, jetzt schreit die da und da ist... So. Nochmal und... Alter, wie viele Nägel hauen wir da rein? Also wir gehen auf Nummer sicher, auf jeden Fall. Alter. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Fledermausflügelchen, eine Maus und natürlich das dicke Buch. Huch, was ist das? Schlagfeuerzeug, okay. Und ein Reichsapfel. Da kommen wir natürlich nicht rein, weil uns da was fehlt. Aber wir können die Fledermaus befreien. Ah nein, wir haben nur eins von zwei Flügeln. Ich probiere es jetzt mit allem. Okay. Entschuldigung. Ah, Moment, wir haben einen Hammer. Nein? Aber vielleicht hier. Nö.
Hallo? 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 Warum nicht mit dem kleinen Hämmerchen kaputt machen? Können wir das anzünden? Nein. Aber das können wir da einstellen.